Optionsstrategien in der Praxis. Womit sollten Anfänger starten? In diesem Video oder dieser Videoserie sprechen wir genau darüber und steigen dann Schritt für Schritt ein, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Viel Spaß dabei! Und damit herzlich willkommen an alle angehenden und aktiven Investoren. Mein Name ist Philipp Malte Lingnau. Und wer meinen Kanal verfolgt, der weiß, ich beschäftige mich gerne mit Optionen. Ich mag Optionen, weil sie ein extrem transparentes Tool sind, mit dem man fast jede Idee, die man auf dem Markt hat, abbilden kann. Und zwar dann, wenn man das, ja, Optionsstrategien verstanden hat, dass man durch das Zusammenbauen verschiedener Optionen und Verketten zu bestimmten Ergebnissen das Ganze führen kann. Und das Spannende ist, wenn man jede seiner Meinung abbilden kann, so rum, dann bietet das natürlich auch ganz viel Raum für Komplexität, dass man ganz tief abweicht. Und deswegen ist das erste Video hier in dieser Serie, dass wir uns mal anschauen, wenn man sich mit dem Thema Optionen und Optionsstrategien beschäftigen möchte und noch nicht in dem Bereich drin ist, was macht denn Sinn, sich am Anfang erstmal anzuschauen? Und in den weiteren Videos, da werden wir uns einfach mal konkrete Strategien anschauen. Ich plane jetzt erstmal zwei weitere Videos für Basic-Strategien oder für Basic-Optionskonstrukte. Und je nachdem, wie die Serie ankommt, führen wir die dann weiter. So, und jetzt die Frage, was sollte sich jemand angucken, der jetzt in den Bereich einsteigen möchte? Ganz am Anfang sollte man sich klar machen, welche Strategie möchte ich denn überhaupt handeln, beziehungsweise was ist mein Ziel, das, was am Ende hinten rauskommen soll. Denn wenn ich mich damit beschäftige, kann ich alles Mögliche machen. Ich kann direktional handeln, ich kann unabhängig der Richtung handeln, ich kann mich marktneutral aufstellen, ich kann hebeln, ich kann hedgen, ich kann alles Mögliche machen. Und gerade im Bereich der Optionen kann ich so viel machen, dass man für sich erstmal einordnen muss, was möchte ich denn nachher herausbekommen. Und daran muss ich dann auch ableiten, was der Ansatz sein soll. Was sind da Abhängigkeiten, die wichtig sind? Vor allem, was ist mein Renditeziel oder was ist das, was ich am Ende raushaben möchte? Möchte ich nur ein Risiko absichern oder möchte ich Rendite machen? Wie ist meine eigene Risikoaffinität? Also wie viel Schwankung möchte ich mir dabei auch zulassen? Weil Optionen, gerade wenn man sie zum Beispiel zusätzlich zu einem Asset noch handelt, sind ein Thema, das für sich auch wieder schwankt. Das muss man berücksichtigen. Und dann, wenn man einmal für sich festgelegt hat, das und das ist mein Ziel, dann kann man erst hingehen, um zu überlegen, welche Optionsstrategien machen denn für mein Herangehen überhaupt Sinn. Und im Endeffekt sind es für mich immer zwei Dinge. Wir kombinieren es immer mit dem Investieren, weil wir dadurch einfach extrem hohe Zeitersparnis haben und uns nicht irgendwie im Daytrading-Bereich befinden, was für mich hohen Stellenwert hatte, dass ich nicht den ganzen Tag irgendwie am Rechner sitzen muss, sondern Langfristigkeit drin haben, und genau diese Langfristigkeit können wir auch bei Optionen abbilden. Das funktioniert nicht nur, weil wir Optionen haben, die irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr oder noch länger laufen, sondern das funktioniert vor allem dadurch, weil wenn in der Zwischenzeit ich nicht kurzfristig reagieren muss, bringt das vor allem Ruhe in den Ansatz. So, das sind also die Themen, die man auf dem Schirm haben sollte, die man für sich erstmal definieren muss, um einen Einstieg finden zu können, weil nur davon leitet sich ab, was mache ich denn jetzt am Ende im Endeffekt. Das war's für dieses Video. In den nächsten gucken wir uns das Ganze auch an, wie setzt man das denn um, was heißt das eigentlich beim Broker, dass wir auch mal so ein bisschen Eindruck bekommen, wie sieht das Ganze denn aus, denn für viele ist einfach Option ein Buch mit 7 Siegeln und ich weiß, dass es kaum jemand zeigt, deswegen machen wir das hier mal auf dem Kanal. Also, wenn das für dich spannend ist, solltest du die nächsten Videos dazu anschauen, und wenn du jetzt direkt wissen willst, hey, wie kann ich denn einsteigen, wie kann ich Vermögensaufbau betreiben mit einer Optionsstrategie, wo ich ein Fundament habe, was ein Asset hat, was ich bewerten kann, nämlich Aktien, dass ich bei Aktien genau weiß, wann macht es denn Sinn, was zu handeln, und du den Aspekt von Optionen mit drin haben möchtest, dass du sagst, ich möchte regelmäßig monatlich Einnahmen generieren und das mit einem zuverlässigen, systematischen Ansatz, dann kannst du gerne noch gratis einen Telefontermin vereinbaren für eine Coaching-Session. Die findest du hier oben verlinkt in den Infokarten oder hier unten in, ja, den Kommentaren bzw. der Beschreibung. Da kannst du einen Termin vereinbaren und dann zeigen wir dir ganz genau,
wie wir es umsetzen und wie du es auch umsetzen kannst, dass du Schritt für Schritt dorthin kommst, dass du Vermögen aufbaust und regelmäßige Einnahmen generierst. Wenn das für dich interessant ist, vereinbare gerne einen Termin und ansonsten schreib mir deine Fragen, die du vielleicht in der Serie noch hast, in die Kommentare. Dann schauen wir mal, ob ich das Ganze aufnehmen kann. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute. Like und abonniere nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Ciao.